Bei Arbeiten auf einem Getreidefeld am Ortsrand von Arpen ist nach Angaben der Westerstädter Polizei gegen 14.18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich eine Ballenpresse in Brand geraten. Ruckzuck stand nicht nur das landwirtschaftliche Fahrzeug in Flammen, das Feuer griff rasend schnell auf den Schlepper über und auch auf das staubtrockene Getreidefeld. Mehrere Hektar standen in Flammen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach ersten Angaben der Westerstädter Polizei wurde der Schaden an den beiden landwirtschaftlichen Maschinen und der Schaden durch den Ausfall des Strohs auf insgesamt 450.000 Euro geschätzt.